komm doch jetzt nur. Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich dich gerne mit der nächsten Aufgabe betrauen. Ein kleines Helferlein wird dich über den Inhalt informieren. Geh an den Abkalu-Fällen vorbei und dann weiter in Richtung der Wohnstätte der Helden. Dann kannst du ihn nicht verfehlen. Ist auch noch jemand, wo ich Karten bekommen kann. Dich schickt bestimmt an Garanji. Du kannst mir helfen, die Schneemänner mit immer Frostkristallen zu präparieren. So bleiben sie während des Sternenlichtfests nämlich immer schön frisch und frostig. Würdest du dich um die Schneemänner am Eingang der Wohnstätte der Helden kümmern? Ich und Isain nehmen uns die Gilde der Pikeniere vor. Wenn du fertig bist, können wir uns dort treffen. So, das war der letzte. Juhu! Du scheinst ebenfalls fertig geworden zu sein. Ich werde zur Sicherheit auch noch die anderen Standorte überprüfen. Richtet ihr beiden doch bitte schon mal am Garanji meine besten Grüße aus. Sag mal, Murasaki, darf ich dich etwas fragen? Wirst du am Sternenlichtfest selbst auch teilnehmen? Das habe ich vor. Ah, wie schön für dich. Dann werde ich mir noch mehr Mühe geben beim Schmücken. Ich habe das Fest früher immer mit meiner Mama und meinem Papa besucht. Leider geht das dieses Jahr nicht. Daher bin ich froh, dass ich wenigstens bei den Vorbereitungen dabei sein darf.
wünschte nur, meine Eltern könnten die lustigen Schneemänner sehen. Vielleicht könnte ich einen besonders großen bauen, damit sie ihn von zu Hause aus sehen können. Aber so groß kriege ich ihn kaum hin. Ich muss gehen. Man sieht sich, Murasaki. Während du Issei hinterher siehst, fragst du dich, was wohl Kamlito Halito macht. Besser, du schaust bei ihm vorbei. Er hält sich beim Schneemann in der Nähe von Miketos Amphitheater auf. Hallo Isain, den großen habe ich gebaut. Wie gefällt er dir? Oh, cool, süß. Er ist wunderbar, er passt einfach perfekt dahin. Ich fand nämlich, dass der andere Schneemann etwas einsam aussah. Komm, lass uns noch einen bauen. Noch ein Schneemann? Wenn du meinst. Mit dem Schmücken kann ich ohnehin noch nicht anfangen, da das bestellte Material noch nicht eingetroffen ist. Außerdem lieben es bestimmt auch die Schneemänner gesellig. Dann mal ran an die Arbeit. Warum gehst du nicht zu Amgaranji und erstattest ihr Bericht? Ich bin hier noch ein wenig beschäftigt. Vielen Dank für deinen Einsatz. Was täte ich nur ohne dich? Du darfst wieder ein Türchen öffnen. Es bleiben nicht mehr viele übrig. Verzeihung, ist es vielleicht möglich, noch mehr Schmuck für die Schneemänner zu erhalten? Ich habe noch einen weiteren gebaut. Selbstverständlich, ich werde mich unverzüglich darum kümmern. Sag mal, Kamlito, du scheinst dir allmählich Gefallen an den Vorbereitungen gefunden zu haben. Was? Ich gebe zu, zunächst hielt ich das Dekorieren für eine ziemliche Zeitverschwendung, aber als ich sah, mit welcher Sorgfalt und Hingabe Issei und Murasaki hier da auch nur so kleine Aufgabe erfüllten, wurde mir bewusst, dass selbst kleine Arbeiten wichtig sind, wenn sie zu einem hehren Ziel führen, das Licht der Freude in den Herzen der Leute zu entzünden. Diese Erkenntnis hat allerdings dazu geführt, dass ich nun für das Erledigen einer Aufgabe viel zu viel Zeit aufwende. Denn erst wenn ich eine Arbeit zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt habe, kann ich zur nächsten übergehen.
Haha, so muss das sein. Außerdem geht es allen gleich. Man bessert da noch etwas aus und hier noch etwas, bis einem die Zeit davonläuft. Ich bin jedenfalls froh, dass du uns nun besser verstehst. Es bleiben nicht mehr viele Arbeiten übrig. Lass uns bis zuletzt alles geben, damit das Sternenlichtfest ein unvergessliches Erlebnis wird. Du hast einen neuen Dankesbrief erhalten. Sprich bei Infeld, ja. Bainfeld! Brief des Admirals. Von Merweb? Der Aufbruch der Zugvögel kündigt die kalte Jahreszeit an. Es ist die Zeit des Sternenlichtfests, ein Fest des Matrosen wie Piraten wenig sagt. Doch die Sterne sind mir vertraut. Ihr Leuchten am Nachthimmel verrät uns Seeleuten, wo wir sind und wohin wir segeln müssen. Ohne die Sterne könnten wir die Ozeane nicht erkunden. Und so wie das Leuchten der Sterne uns Kapitän den richtigen Weg weist, zeigen die leuchtenden Kinderaugen euch Landratten eine hellere Zukunft. Im Namen des Mahlstroms danke ich dir und allen anderen Helfern des Sternenlichtfests für eure wichtige Arbeit. Zukunft. Im Namen des Mahlstroms danke ich dir und allen anderen Helfern des Sternenlichtfests für eure wichtige Arbeit. Der seltsame Brief, den du in den Händen hältst, ist mit kleinen Schokobo-Fußabdrücken und mit etwas, das wie Kreuzzeichen aussieht, übersät. Am Rande des Briefes findest du ein Gekritzel, das du nur mit größter Mühe entziffern kannst. Hier geht's, Murasaki. Du wirst niemals erraten, wen ich gerade eben beinahe über den Haufen gerannt habe. Alpha und Mini Omega, die mit großen Augen die Sternlichtbäume begafften. Also Alpha zumindest. Ich war geschäftig unterwegs, klaro. Nur falls der Chef zufällig danach fragen sollte.